Das ist doch wieder großartig, liebe Leute, großartig. Es ist 18.30 Uhr bei euch, 19.30 Uhr hier bei mir. Und wir sind hoffentlich jetzt alle zusammen hier auf Sendung. Und da sind schon die ersten zugeschaltet aus meiner wunderbaren Area hier. Und ich wollte mit euch heute ganz kurz darüber sprechen, wie wir das hinkriegen, dass wir in Resonanz gehen, was der Kopf einfach macht, was einfach passiert in meinem Kopf, wenn ich mir schöne Dinge ansehe, weil ich was haben will. Und viele sagen immer zu mir, Frank, wie funktioniert das? Wie kriege ich das, was ich will? Du erzählst immer, man kann sich etwas vorstellen, man kann sich etwas visualisieren. Man muss es sich in den Geist reinhauen, in den Kopf reinhauen. Aber wie geht das? Keiner sagt mir das. Ihr erzählen alle mir, was man machen kann, aber keiner sagt mir so ganz genau, wie funktioniert es. Und das will ich euch in einem kurzen Post einfach heute erzählen. Ich muss mich erstmal im Vorfeld ganz recht herzlich bei der TUI bedanken. Die TUI hat nämlich diese Halle, diesen Indoor-Pool mit dieser wunderbaren Kuppel für mich aufgelassen, weil ich gesagt habe, ich möchte mit meinen Leuten einen Post machen, wie man sich etwas vorstellt. Haben wir gesagt, gar kein Problem, Frank, du hast die Gäste hier wunderbar glücklich gemacht, deswegen wollen wir dir die Halle nämlich offen lassen. Normalerweise wird die um 18 Uhr geschlossen, aber für mich haben sie eine Ausnahme gemacht und haben gesagt, nee, Frank, du bist hier unser Gastkünstler, deswegen lassen wir das für dich offen. Und jetzt muss ich ganz kurz fragen, hallo Lydia, könnt ihr mich gut verstehen, weil gestern war es ja in dem Theater schon ein bisschen windig, kann ich mal irgendwie von euch einen Daumen hoch, einen Thumbs up, irgendwie ein Like sehen, dass das diesmal besser geht, schreibt mir ganz kurz, ja, es funktioniert mit dem Ton, nicht, dass wir hier die gleichen Sorgen haben wie gestern, obwohl es war ja gestern nur am Anfang so mit dem Ton, dann hat sich's ja beruhigt, weil ich mich dann hinter dem Vorhang versteckt habe. Hallo Nasan, Günaydın, Teşekkür ederim, Arkadaş, da sind Sie alle wieder, Merhaba. So, also ich will euch das heute ganz kurz erklären. Was passiert in meinem Kopf? Leute, ich muss mir im Geiste etwas vorstellen. Und wenn ich einen Wunsch habe, wenn ich ein Ziel habe, es zu erreichen, also sagen wir mal, du willst in einer vornehmen Gegend wohnen, bei dir in deiner Stadt, in deiner Gemeinde, in deinem Dorf. Dann muss ich, damit ich damit in Resonanz gehe, muss ich spazieren gehen in der teuersten Wohnarea bei dir, wo du hin möchtest. Und das war heute Morgen die Idee, warum ich gesagt habe, genau, aber Frank, wie geht das? Ich kann da nicht einfach irgendwo reingehen und sagen, guten Tag, mein Coach hat gesagt, ich soll hier mir mal ihre Wohnung ansehen. Deswegen habe ich das mal gemacht, wenn ihr jetzt selbst im Urlaub seid in Hotels, ihr geht einfach vielleicht mal in ein Schwimmbad oder wie hier in dieser Pool Area von so einem Club. Und dann schaut ihr, wie ich das jetzt auch gerade mache, ganz alleine, schaut ihr euch das mal, legt euch auf die Liege, also hier sind so Liegen, und auf dieser Liege, die hier um mich herum sind, lege ich mich einfach mal ab auf mein Handtuch und dann schaue ich mir diese Pool Area in Ruhe an. Boah, möchte ich auch bei mir zu Hause, wenn ich vielleicht ein Haus bauen möchte, möchte ich auch einen Pool haben. Wie ist das Geräusch von der Pumpe, wenn der Pool läuft? Wie ist das, wenn über mir eine Kuppel ist? Ich zeige euch mal die Kuppel und das Sonnenlicht bricht sich bei mir in meinem Gesicht. Und jetzt mache ich die Augen zu, ich mache meine Mauseaugen zu und stelle mir das nochmal vor. Ah, ich höre das Rauschen von der Pumpe. Ich rieche vielleicht ein bisschen Chlor von diesem Pool. Ich schaue mir an, wo ist die Treppe von diesem Pool, wie funktioniert das hier, wo ist die Treppe hinter mir, da geht's also rein. Und ich nehme es im Geist vorne weg, ich habe selbst bei mir zu Hause, in meinem Haus, im Keller, habe ich diese Saunalandschaft, ich habe mir diesen Pool, vielleicht mit meiner Frau, mit meiner Freundin zusammen liegen wir gemeinsam auf diesem Handtuch. Also ich besuche diese Orte, setze bei mir geistig Ursache für das, was ich haben will. Der Wunsch wird immer stärker. Ja, ich will das auch für mich haben. Ich möchte auch Eigentümer, ich möchte Besitzer sein von so einem Pool. Wenn es ein starker Wunsch ist, dann geh in die teuerste Gegend von deiner
Wohngegend, wo du da zu Hause bist und laufe durch die Straßen, schau mal, sind irgendwo keine Gardinen an den Fenstern, ist die Wohnung vielleicht frei, muss ich da mal klingeln. Ich habe es damals, als ich in Seefeld in Tirol gelebt habe, ein halbes Jahr, auch nur durch den Augenwinkel, damals war Silvester, habe ich gesehen, an einer Wohnung waren keine Gardinen. Dann bin ich da hingegangen, habe geklingelt, der Besitzer war zu Hause. Entschuldigung, dass ich sie aus dem Bett geholt habe, aber sie werden ja wohl nicht die ganze Nacht schlafen, ist ja Silvester. Ist da bei Ihnen eine Wohnung frei? Ja, da ist eine Wohnung frei, kann ich die haben? Ja, wo kommen Sie her? Ich komme aus Deutschland, alles klar, kriegen Sie die Wohnung. Und dann habe ich die tatsächlich bekommen, weil ich einfach geklingelt habe und habe gesagt, guten Tag. Und hier ist das genau das Gleiche, Leute. Geht mit solchen schönen Sachen in Resonanz. Der Wunsch, der muss nicht nur im Kopf sein, der muss im Herzen sein. Ja, ich will endlich auch mal einen Pool haben, vielleicht, dass die Kinder was zum Toben, zum Spielen haben. Du musst bei dir im Kopf geistig Ursache setzen. Wenn du sagst, naja, Frank, ich möchte vielleicht auch ein tolles Auto fahren, ja, dann gehst du zu Mercedes, dann gehst du zu Audi, dann gehst du zu Porsche und setz dich einfach mal in der Autoausstellung in den teuersten 911er oder in einen schönen SL oder in einen großen Audi-Kombi, wenn du Spaß dabei hast, wenn dir das gefällt. Und dann machst du die Augen mal zu und drückst mal die ganzen Knöpfchen da, riechst mal das wunderbare Leder, das Interieur dieses Wagens. Du kannst darüber das Lenkrad lecken oder weiß nicht, über die Reifen mal anfassen. Du musst es im Geiste vorwegnehmen, ich habe das schon, ich will das haben. Wenn ich heiraten möchte, dann besuche Geschäfte, wo sie Brautkleider verkaufen und schau dir an, wenn da vielleicht einige Bräute so Kleider anprobieren, dann schau denen einfach mal zu, wenn sie aus der Umkleidekabine wieder rauskommen. Ah, so ist das also, wenn eine Frau an dem schönsten Tag ihres Lebens ein Brautkleid trägt. Also Leute, das wollte ich damit nur sagen und ich lasse das Bild einfach mal ein bisschen wirken, dass ihr seht, wie schön das sein kann. Und es ist kein großer Traum, dass du sagst, alle Leute haben das, ich habe das nicht. Doch, das ist kein Hexenwerk. Wenn man das unbedingt haben möchte, dann bekommt man das auch. Und wo kann man sich das selbst ein bisschen zu Gemüte ziehen, als wenn ihr auf Reisen seid, wenn ihr im Urlaub seid, wenn ihr ein Schwimmbad besucht, ein Spaßbad, eine Therme vielleicht, Allgäu Füssen hat sehr schöne Thermen. Und ich laufe einfach noch mal ein bisschen mit euch durch diese Halle, weil im Moment gehört sie mir tatsächlich ganz allein. Es sind gar keine Gäste da, weil sie sich schon bereiten. Wir sind eine Stunde weiter als ihr das, das wisst ihr, weil wir in Griechenland sind, eine Stunde weiter. Und jetzt laufe ich einfach mit euch mal durch diese Poollandschaft, durch diese Pool Areas. Ist nicht groß, aber es sind wunderschöne Säulen hier. Es ist ein wunderschönes Kuppeldach und ich lasse das Ganze auf mich einwirken und freue mich einfach darüber, dass ich das jetzt alles für mich habe. Das ist so dieses haben wollen. Ich möchte das auch haben, ich möchte das besitzen. Vielleicht stellst du sogar fest, das kann jetzt auch passieren, dass du dir offen mal sagst, ich will das gar nicht. Ich kann das ja benutzen, aber ich muss das gar nicht besitzen. Aber wenn ich es wollte, na, dann hätte ich es. Das mehr will ich gar nicht. Ich will nur, dass du geistig Ursache setzt, wenn du etwas unbedingt von Herzen gerne möchtest. Und dieser Wunsch, der muss hier oben, der muss in deinen Kopf rein, du musst ein Herzenswunsch werden von dir. Es muss dich so fesseln. Ja, jetzt der Frank sagt, ich darf auch eine Rolex tragen, ich darf auch eine Cartier haben, ich darf auch einen Porsche fahren, ich möchte auch eine Breitling ums Gelenk haben, ich möchte eine schöne Handtasche tragen. Das sind alles materielle Wünsche, Leute, ich weiß. Deswegen rede ich ja darüber. Es gibt manchmal auch Menschen, die sagen zu mir, ja, aber immaterielle Dinge sind doch wichtiger. Es weint sich im Mercedes besser als in der U-Bahn, Leute. Also wollen wir doch nicht schon wieder von vorne anfangen. Es ist einfach so, wenn du es möchtest, dann darfst du dir das auch wünschen, dann darfst du das auch bekommen, du darfst es auch haben, du darfst es auch benutzen und hör nicht auf andere Leute, weil sie vielleicht neidisch sind und es nicht haben. Leute, ich bin ein Coach, ich bin diesmal dein Trainer, der dir nur sagt, wenn du das möchtest, dann bekommst du das auch, aber du musst bei dir geistig Ursache setzen, damit das, was du willst, auch tatsächlich kommen kann und das ist auch dann erlaubt. Und dieses ganze Gesinge,
was alles nicht geht und was man alles nicht hat. Das interessiert mich nicht. Da bin ich nicht für eingestellt. Ich will euch nur zeigen, wie man das, wenn du das tatsächlich möchtest, wie man das in seinem Kopf sich selbst programmiert, konditioniert. Und jetzt mal unter uns. Das ist schon geil, oder? Das ist doch schon geil. Stell dir vor, du wärst so reich, dass du einen Bademeister hättest, der dir die Halle hier in Ordnung bringt. Draußen steht einer, der wäscht dein Auto. Vielleicht hast du eine Zugefrau, die bekocht dich. Warum soll es nicht möglich sein? Warum nicht? Andere haben das auch geschafft. Und wenn andere das schaffen, dann kannst du das auch. Du bist fleißig, du arbeitest, du schinderst, du machst, du tust. Solche Wünsche sind okay. Sagte meine Trainerkollegin von mir, sie sagte, man muss es mal besessen haben, um drüber wegzukommen. Und wenn du vielleicht einfach nur sagst, okay, ich hatte es jetzt mal, dann habe ich das Haus wieder verkauft, dann habe ich das einfach mal ein paar Jahre gehabt, ich weiß, wie das ist, ich bin drüber weg und jetzt möchte ich vielleicht schon wieder etwas anderes. Ist es toll? Ist es toll? Klingt es überheblich? Klingt es futuristisch? Ist es so, dass du für dich denkst, ey, was erzählt der Typ, sowas werde ich nie haben? Dann hast du recht. Wenn du sagst, das geht nicht, dann geht es bei dir nicht. Bei Anja Wolf geht es, bei Eifer geht es, hallo, da wird es gehen. Wenn du sagst, ich kann 30 Kilo abnehmen, gell Anja, dann kann man 30 Kilo abnehmen. Wenn du sagst, ich kann mir das nicht vorstellen, dann wird es bei dir nicht gehen. Hallo Burkhard. Dann wird es bei dir nicht gehen, aber bei anderen geht es. Warum? Weil die eben nicht diese Blockaden in ihrem Kopf haben, die ihnen permanent sagen, was alles nicht möglich ist. Und ich will dir nur zeigen, deswegen habe ich das hier heute Abend einfach mal in Beschlag genommen für euch. Ich will nur zeigen, was alles geht und was alles möglich ist. Schaut mal, du kannst es auch benutzen, das geht auch. Benutzen statt besitzen, das geht auch. Es ist warm hier drin. Wir haben jetzt zwar im Moment gerade noch August, es ist warm, aber irgendwann wird es in Deutschland wieder kalt. Stell dir mal vor, du hast einen Whirlpool in deinem Wintergarten. Ist ja auch schon ein Hammer, wo du dich hier reinsetzen kannst und einen warmen Arsch kriegst, weil das Wasser so schön heiß ist. Das geht ja auch, das ist ja auch möglich. Ich will nur einfach von dieser Verneinung weg und vielleicht auch von den Neidern weg, die dir immer wieder sagen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, es gelingt dir sowieso nicht. Doch Leute, es ist alles möglich, wenn du es nur wirklich von Herzen gerne möchtest. Und so geht es mit allen Dingen. Das Schärfste ist ja, materielle Dinge sind ja noch einfacher zu besorgen, zu beschaffen als immaterielle Dinge. Ihr glaubt es nicht? Probiert es aus. Probiert alles, was ich euch erzähle, probiert es einfach aus. Wenn es nicht gehen würde, dann würde ich es euch auch nicht sagen. Aber alles ist möglich. Ist es schön? Ich finde diese Halle so wunderschön. Ich mag das so gerne. Und ich wollte euch einfach nur das ein bisschen mit euch teilen. Und vielleicht teilt ihr auch diesen Film. Ja, genau, pass auf. Ihr teilt diesen Film in eurem Freundeskreis an ganz skeptische Menschen, die dir immer sagen, du kannst das nicht. Den schickt ihr jetzt, vielleicht drückt ihr mal unten auf Freunde, auf Teilen und dann sagt ihr, ey, hör dir mal den Typen an, ne? Der sagt, ich darf eine fette Rolex ums Gelenk tragen. Ich darf eine Cartier nehmen. Ich darf eine Breitling haben. Ja, der Coach hat gesagt, mein Instructor hat gesagt, ich darf das. Und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mal da unten rein, ja, ich darf das. Ich will das mal lesen. Mach das mal bitte. Schreibt mal hin, ja, ich darf das. Weil dadurch, dass du das tust, haust du die Blockade weg. Gestern haben wir darüber gesprochen. Da war das Thema Kleiderschrank. Ich hoffe, ihr habt das auch gestern auch gemacht. Schreib jetzt rein, ja, ich darf das.
Und nicht immer, das tut man nicht, das macht man nicht, das ist nicht erlaubt und was sollen die anderen denken? Ne? Ja, das ist Axi, super, ne? Dankeschön. Ja, schreib rein, ich darf alles, was ich will. Und du musst dich auch nie entschuldigen, das macht man sowieso, oh, jetzt wird der Film wieder lang, ne? Du brauchst dich auch im Leben nie entschuldigen, nie verteidigen. Brauchst du alles nicht, weil du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Du bist nur einer Person Rechenschaft schuldig und weißt du, wer das ist? Das bist du. Du musst es vor dir verantworten. Du musst sagen, ja, ich habe es verdient, ich gehe arbeiten, ich schinder, ich mache, ich habe einen 16, 18 Stunden Tag und ich bin fleißig und wenn ich Bock darauf habe, dann gönne ich mir das und dann setze ich mich einfach in den Flieger und mache eine Woche Urlaub, dann gehe ich einfach mal eine Woche in die Sonne. Ich bin jetzt fast 14 Tage hier in Griechenland. Ich war noch nie so entspannt wie zur Zeit. Ich war auch jetzt nur ein einziges Mal draußen in der großen Stadt. Ich war die ganze Zeit auf der Anlage und ich gebe es auch zu, ich habe mich mit meinem Arsch auf mein Handtuch gelegt. Ich habe den ganzen Tag Bronze gemacht und habe so bei mir gedacht, wie geil ist denn das? Und vielleicht gehe ich heute noch mal ins Dorf, noch mal ein kleines Bierchen zischen, vielleicht noch einen kleinen winzigen Uso für einen Geschmack obendrauf. Vielleicht mache ich das und dann freue ich mich immer über mich selbst und sage, ja, ich darf das, ich will das, ich kann das, ich benutze das, ich nutze das aus und ich will mich überhaupt nie bei jemandem rechtfertigen oder entschuldigen. Nein, wisst ihr, was ich möchte? Ich möchte genießen, jeden Tag. Ja, jetzt gehe ich mit einem fetten Arsch hier in dieses Schwimmbad und mache Bronze und ich gehe da einfach rein. Soll ich da mal reingehen? Muss ich meine Zimmerkarte? Wo ist denn hier diese Treppe? Ey Leute, ich gehe da jetzt rein. Soll ich das machen? Ich gehe da jetzt rein. Ich gehe jetzt mit euch in dieses Schwimmbad. Ich weiß gar nicht, wie tief das ist. Ich muss meine Hose ausziehen. Ne? Jetzt, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt mit euch in dieses... Wo ist denn hier die Treppe? Da ist die Treppe. So, ich gehe jetzt mit euch in dieses Wasser rein. Ja, hoffentlich ist mein Handy schön fest. So, da gehe ich jetzt rein und sage, ah, oh, Leute, es ist sogar warm. Oh, wie geil ist das? Oh, ich muss meine schöne Uhr abmachen, weil die Apple Watch 1, guck mal, jetzt bin ich mit euch, mit dem Arsch hier in diesem Wasser. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber ich mache es jetzt einfach mal trotzdem. Schaut mal, der Typ ist verrückt, oder? Bin ich gestört? Ich glaube, ich bin gestört. Ich habe eine Marke. Aber das sind doch die Sachen, Leute, das ist doch spacig, oder? Jetzt noch eine schöne Frau an meiner Seite, wäre es noch ein bisschen besser anbaden in diesem Pool. Und jetzt merkt ihr, was jetzt passiert? Jetzt, es wird immer tiefer. Wenn ich dann weg bin, dann müsst ihr mir sagen, Frank kommt wieder hoch, oder? So, schaut mal, Leute, das sind verrückte Sachen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber ich habe es jetzt trotzdem mal mit euch gemacht, weil man muss im Leben Scheiß machen. Dummes Zeug machen. Hauptsache mein Handy hält in diesem Stick, dann wäre alles in Ordnung. Das ist bescheuert. Ist mein Mikro, hört ihr mich überhaupt noch? Ist das Mikro schon noch nass? Ich hab keine Ahnung. Gefällt euch die Scheiße nicht? Mache, schickt mir mal ein kurzes Herzchen, Thumbs up, dass ihr noch weiß, ihr seid noch da. Also, ich wollte euch nur sagen, Leute, alles ist erlaubt, ihr dürft alles machen und ich will das mit diesem Post, ich will das jetzt gar nicht so lange machen, ne? Ich muss jetzt mal wieder zu meiner Treppe laufen. Ich will euch mit diesem Post einfach zeigen und sagen, ja, du darfst das auch. Es ist nichts verwerflich, du musst immer dich entschuldigen und verteidigen, du darfst den ganzen Tag Scheiße machen, wenn du Lust hast. Nimm deine Frau in den Arm, gib ihr ein Küsschen, sag deinem Mann, dass er ein geiler Typ ist und lad sie am besten zur nächsten Reise ein. Und dann machen wir auch dummes Zeug, wir haben auch mal die Möglichkeit, ganz alleine für euch, ihr beiden Klubberhasen, einfach in diesen Pool zu gehen. Und so sieht der Bilder aus, wenn er nass ist. Also, das soll schon wieder gewesen sein. Vielen, vielen lieben Dank. Kann ich noch ein paar Herzchen haben, dass ich weiß, ist noch jemand da? Ich habe die Brille sowieso nicht aus. ich habe die Brille auf. Ist das Mikrofon, hört ihr mich überhaupt noch? Ah, ihr werdet mich schon hören, spätestens werdet ihr ihn sehen. So, das sind noch mal ein paar
Inspirationen, nochmal ein paar Eindrücke. So sieht der Wilde aus, wenn er eingenässt hat. Und ich wünsche euch noch einen traumhaft schönen Abend und danke, dass ihr mir so herrlich zuguckt und mir da so liebe. Ich guck's mir später an, wenn ich meine Brille, ich muss meine Brille suchen, dann schaue ich wieder rein. Rainer, Thailand, selbst Thailand, Mario ist da, es ist toll, Mario, da freue ich mich immer sehr. Ne? Wir gucken aus der ganzen Welt und das sind diese Möglichkeiten und das sollen nochmal die Impressionen sein hier von diesem Pool. Also, vielen lieben Dank, Dankeschön und ich melde mich wieder, ja? Okay, danke. Gib deiner Freundin, deiner Frau, deinem Mann einen Kuss, sag lieben Gruß von Frank und versprech ihr oder ihm, dass sie auch bald anbaden geht, ja? Okay, alles klar, Dankeschön, tschüss, 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 lasst euch gut gehen, lieben Dank. Vielen Dank, herzlichen Dank, dein Freund Frank. Tschüss.